Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Create. Ihr seht ja, das Flugzeug steht mittlerweile schon. Und ja, Turbinen laufen schon, also eigentlich ist es abflugbereit. Es ist nicht das Schönste, ich weiß. Aber besser als nichts. Wir können ja schon mal hier einmal probeweise reingehen. Und ihr seht hier drin ja, hier haben wir den Pilotensitz, hier kann man sich hinsetzen. Dann haben wir hier hinten noch die ganzen Passagiersitze, da kann man sich dann natürlich einsetzen. Und habe noch ein paar Kisten zum Mitnehmen von Sachen. Die sind aber für den Anfang nicht wichtig, die werden eher gegen Ende des Projektes wichtig sein, wenn man dann wieder wegfliegt. Da werden einfach die wichtigsten Sachen eingelagert oder so. Ja, und ich würde sagen, wir fliegen mal mit dem Flugzeug schon mal zu unserem Reiseziel. Oh, sieht das nicht cool aus? Ich glaube, wir müssen mal kurz die Turbinen per Hand ein bisschen hochdrehen. Gib doch mal Gummi hier. Ja, sieht doch schick aus. So sieht schon gut aus. Genau. Also, wir werden jetzt einmal probeweise mit dem Flugzeug fliegen. Das heißt, wir legen hier einmal den Schalter um. Los geht's. Ihr seht, wir fangen an anzufahren, werden dann immer schneller und heben langsam ab. Ihr seht, es ruckelt ein bisschen. Aber jetzt geben wir Gummi und machen jetzt hier die schöne Kurve. Ah, okay, ja gut. Das ist noch ein bisschen verbuggt, aber egal. Und jetzt begeben wir uns auf unser Reiseziel. Ich muss sagen, das sieht übelst cool aus. Aber ich hatte das auf dem Server auch schon getestet und da lag das wirklich auch so wie hier. Das liegt also wirklich nicht an dem Server, sondern wahrscheinlich eher daran, dass die Welt unten, ja, das Meer rendern muss, habe ich so das Gefühl. Wir haben einen Teil des Flugzeugs verloren. Mayday. Na, wir befinden uns eh schon wieder im Landeanflug, also alles gut. Ihr seht, der Flug ist nicht lang, aber wir fangen halt mittendrin an. Und ja, es wird bestimmt echt cool. Es geht runter. Und da sind wir gelandet. Sind wir wirklich wieder auf Boden? Ja, sind wir. Hier würde der jetzt natürlich noch kommen. Ach ja, da war ja was. Ihr seht, wir sind auf ungefähr gelandet. Oh, lol. Wie gut, dass ich da nicht. Ah ja, hier ist unser Minecart, genau. Dann können wir es sogar reparieren. So, Flugzeug kommt angeflogen, ne? Hier, da kommt es und zack, hat angehalten. Jetzt kann man hier noch wieder rumlaufen und die Blöcke nehmen. Hey, gut, wunderbar. Jetzt können wir auch rausgehen. Und diese Turbinen drehen sich wieder. Man muss sich im Flug nicht drehen, ich weiß es nicht. Also sprich, wir müssen das gleich eigentlich nur hinkriegen, das wieder einzusammeln. Und dann fliegen wir nochmal. Und ihr seht, das macht dann hier so ganz große Schneise hier. Aber es ist nicht so schlimm. Wobei es könnte schlimm werden, wenn ich mich gerade vertan habe. Und der jetzt. Okay, das sieht man jetzt natürlich. Nicht so klug gewesen. Aber egal. Oh nein, die Triebwerke rauchen, ja. Oh je. Wir schnappen uns das Minecart und nehmen es wieder mit zum Beginn. Und zurück. Und warum regnet es eigentlich immer wieder? So. Genau, einmal placen bitte. Ah ja, seht ihr? Und jetzt ist das Minecart hier wieder. Ah, wunderbar. Das sieht doch cool aus, oder? Kommt. Wenn wir jetzt einmal hier wieder losfliegen wollen. Warte mal, kann man die Sitze umfärben? Ich meine, man konnte die umfärben. Blau, orange, pink, grün, kaktusgrün. Und einen lassen wir rot. Und der Pilotensitz, der wird natürlich weiß. So. Gut. Sieht gut aus.
Würde mal sagen, geben wir den Kapitän hier Bescheid. Ja, starten Sie mal die Kiste. Es geht los. Und rauchen die Triebwerke? Ja, sieht doch cool aus. Schöneres Feature. Die Kurve müssen wir gleich natürlich noch ein bisschen bearbeiten. Aber man sieht nichts von der Glasspane, außer vielleicht da oben am Reifen. Das sprich, wenn man jetzt von da hinten gucken würde. Oh, beim Wasser sieht man es jetzt natürlich, ne? Aber so sieht man nichts. Ist das nicht cool? Oh, Alter. Okay, über dem Meer fängt das halt übelst hart an zu laggen. Warum? Wenn es geladen ist, geht's. Merkwürdig. Also jetzt seht ihr, läuft es sehr flüssig. Aber naja, wir gehen wieder ins Flugzeug rein. Ich glaube, es liegt aber auch einfach an den 1000 Entitäten, die hier drin sind. Hallo, ich will nicht mehr fliegen. So, wir landen jetzt natürlich gleich wieder. Oh ja, okay, es liegt tatsächlich wirklich an den ganzen Entitäten. Und wer wieder angehalten, da geht das Licht an. Ja, also ihr seht, das Flugzeug fliegt. Auf dem Server fliegt es auch schon. Die Sache ist, er sagt nur noch, wie bauen wir jetzt den richtigen Start? Also sprich, man muss ja hier runterkommen. Das hier wird natürlich erst noch geterraformt. Mit einer schönen Brücke oder so. Und ihr seht, wir haben hier nämlich einen großen Wald. Kann man auf jeden Fall schon viel Holz farmen. In den Bergen auch ganz viel Diorit. Was für Projekt hat alles, was wir brauchen. Schön, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und ciao. Euer Witgamer.